Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Asterigos Curse of the Stars. Hier bin ich gerade in der Argus-Promenade bei den Nebenquests. Bin dort an Cloaca Dingens da gereist, also an den Startpunkt der Kanalisation. Hab mich dort kurz durchgekämpft und jetzt bin ich hier im Tagebuch und wollte euch gerade zwei Dinge zeigen. Die Aristoi überzeugen, mögen die Sonne und der Mond mich segnen. Bitte lass mich nicht das Falsche sagen. Das haben wir ja vor 2-3 Folgen gemacht. Bei den Winden, ich habe es geschafft, teilweise war es pures Glück, aber ein Erfolg ist ein Erfolg. Es wäre großartig, wenn Narkis dadurch mehr Menschen dazu bringen könnte, die Anhänger zu unterstützen. Da sollten wir auch demnächst mal wieder vorbeischauen oder so, ob dort was passiert ist. Und dann das hier, als Roxanne jung war, muss sie sehr streng gewesen sein. Wenn sie ihren Bruder vertrieben hat. Besser nicht drüber nachdenken, ich sollte Quintus fragen, was er weiß. Ich kann nicht glauben, dass Lykos in der Kanalisation unter der Argus-Promenade war. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. So, und jetzt bin ich hier in der Kanalisation. Mein Gefühl sagt mir einfach, es gab ja hier diese Parallelabzweigungen da, die zwei Stück. Vielleicht, oder drei, vielleicht finden wir dort jetzt was. Vielleicht habe ich jetzt einen besseren Instinkt als das letzte Mal. Wer weiß. Oh, da stand ja direkt, adressiert an Lykos. Jo, ich hab's jetzt einfach weggeklickt. Von Athena an Lykos. Das hat natürlich jetzt einen ganz anderen. So old. A love letter? Anthea to Lycus. When is this from? There are several letters written by the same person. They seem to range from courtship to the proposal of marriage. Who are you? Ach krass, ich wusste wirklich nur, dass es hier direkt ist. Wie lustig. Oh, hallo Lykos. Sorry, I mean no harm. Are you Lycus? Aren't you scared by my appearance? Wait, are you an outsider? I'm here in place of Lady Roxanne. I'm Roxanne. My good sisters finally thought of me after I've turned into this. When did you join the Aetherus? Not too long ago. Do you want to know why? Because of Roxanne. It's all because of her. She owes me too much. If she really feels guilty, ask her to come herself and talk about my compensation. All right, I'll ask her. That was fast. She wants to know how you're doing. Now I know. I'll tell her exactly what you said. You know nothing. What are you going to say? He's been sublimated and that's it? Well, are you going to tell me more? Just ask. I can't wait to see the guilt on her face. If you want to know something, just ask. Also das da ist jetzt gerade echt mega krass, Leute. Ich schwöre es euch. So wahr ich hier sitze, auf meine Mutter, auf meinen Bruder, auf sonst wen. Ich habe das hier nicht vorbereitet. Ihr habt es ja vielleicht gemerkt, weil ich jetzt hier den ersten Brief, der hier lag, einfach so weggeklickt habe. Weil ich gedacht habe, ja, den habe ich halt mal angeklickt. Ich konnte nicht ahnen, dass die darauf jetzt reagiert. Und dann habe ich ja irgendwie Lykos gelesen hier, ich glaube beim zweiten Brief oder was. Und dachte mir dann, oh, wow, was ist los? Ja, und da war ja auch irgendwie Heiratsantrag und so weiter. Ja, jetzt steht er hier vor uns. Ja, krass, weiß ich nicht, ob die Sachen jetzt gekommen sind oder sowas. Also es ist wirklich diese, es gab ja eine Kanalisation direkt am Anfang, diese 2, 3, 4 Parallelwege, wo wir auch, glaube ich, diesen Höllenhund gefunden haben. Der müsste jetzt ein paar Wege weiter sein. Und irgendwie habe ich vom Gefühl her schon gedacht, ja, hier könnte was sein. Das war nämlich damals schon komisch, dass da so wenig war, außer dieser Höllenhund. Und ich hätte eigentlich auf den dritten Gang oder so irgendwo gedacht, dass er irgendwo dort an dem Wasser oder so steht. Das werde ich euch gleich zeigen, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass er dort irgendwo vielleicht steht. Natürlich hätte es auch an der Stelle sein können, wo wir damals runtergetroppt sind oder wo wir da gelauscht haben. Also diese ganzen Seitengassen da oder oben an der Schleuse oder wo wir den Shortcut freigeschaltet haben. Also es gab mehrere Orte oder unten in dem Sumpf, wo die Krabben sind. Dort hätte ich ihn jetzt auch vermutet. Ich laufe hier in das erste Ding rein, hole euch hier mitten. Jetzt funktioniert es ausgerechnet. Das letzte Mal haben wir 20 Minuten oder was gesucht. Jetzt funktioniert es in der ersten Minute. Richtig krass. Ja, was machen wir? Nach der Familie fragen oder nach einer Wiedergutmachung fragen? Wow, das kann in die Hose gehen, oder? Vielleicht muss ich mir auch beides einfach fragen. Machen wir einfach mal das. Familie. Ja, Familie könnte tot sein und Wiedergutmachung könnte ausflippen. Gucken wir mal. Also bei beiden.
What do you want? Bei beiden könnte er ausflippen, logischerweise. She took everything from me. How could she? She should come and see my pitiful existence for herself. I want status, resources, and stardust. I want everything. And how did you fall out with Roxanne in the first place? She's always thought she could control everything. She was just an agent. She long considered herself the head of House Crass. I could only be a shadow with her in charge. Huh. She's probably still enjoying her life and bossing everyone around, right? She isn't enjoying her life as much as you think. Yet you don't refute the second part. If you want to know something, just ask. Ja, dann fragen wir natürlich noch nach der Familie. Ja, krass, krass, wie sich das hier entwickelt. Tell me about your family. Were they sublimated too? Only me. My wife was killed by the War Axe. I hid our kids somewhere else. They're safe. They didn't end up like me. That's... I'm so sorry. Pah, I don't need your apologies. What I need is compensation from Roxanne. If I hadn't turned into this, I'd have been killed by the War Axe. What did the War Axe do to you? What? I wanted to ask what you so-called adherents did to the War Axe. You killed Barad for no reason, and I became the scapegoat for being of House Crass. Oh. I fell out with Roxanne long before Asteragos. I had a wife and two kids. We lived safe and sound in the black streets for a long time, but... if you want to know something, just ask! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das sieht nicht so gut aus, was wir da fabriziert haben. Things between you two seem... complicated. It's none of your business. You just need to ask her to come and see me. I'll wait for her at the Fountain Square behind the Guardian Temple in Argus Bazaar. Now leave. Okay. I'll wait for her at the Fountain Square behind the Guardian Temple in Argus Bazaar. Now leave. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Ich zeige euch nochmal ganz kurz den Weg. Also ich hätte ihn eigentlich hier vorne vermutet. Das sind diese Parallelwege, die ich meinte. Hier, dass er hier irgendwo rumchillt. Das habe ich eigentlich erwartet. Da, wo jetzt auch dieser komische Werwolf hierher kommt. So, und hier ging es ja, glaube ich, zum Feuerhund hier rein, ne? Ja, genau. Also es wird ja für jeden dann zu finden sein, der jetzt hier gerade mal so reinschaut, sage ich mal. Ich denke mal, das ist klar, wo das dann ist. Hier ist dann nichts mehr. Vesta-Tempel, Argus-Bazaar, okay, Brunnenplatz, ist das dort, wo wir uns damals geportet haben oder wo ist das jetzt genau? Müssen wir mal sehen. Und da unten, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass die irgendwie Leben da unten irgendwie verlieren. Habt ihr das gerade gesehen? Ganz komisch, das sind die Krabben da unten. Irgendwie verlieren die da unten, warum auch immer, Leben irgendwo. Müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz schauen. Also ich denke mal, der Ort ist ja klar. Warum verliert hier unten irgendwer Leben? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur ein Anzeigefehler, aber ich würde sagen, die machen wir mal kurz platt. Vielleicht ist da unten irgendjemand, der da drum kämpft oder so. Weil das hatte ich dann eben auch gedacht, als ich hier ankam. Von hier vorne kamen wir, glaube ich. Als ich hier ankam, dachte ich schon, wenn die da unten Leben verlieren, dann kämpft da unten vielleicht jemand. Und dann habe ich euch hier an der Stelle, glaube ich, irgendwo mitgenommen. Dann sind wir hier in die Seitengassen hier irgendwo rein oder so. So irgendwie war das. So, also es ist wirklich kein Problem, den zu finden, ne? So, gehen wir mal hier hin und wenn nicht, porten wir uns dann gleich wieder zurück, wenn das jetzt hier alles ins Nichts führt, was gut sein kann. So, ich hole mal hier unser Kollege mit. Rums, sehr schön und dann machen wir Damage. Und holen uns ein bisschen Loot mit. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Dann wird sie wahrscheinlich in eine Falle gelockt oder wir müssen uns dann entscheiden, wie auch immer. Ja, die haben... Der hier, der hat Leben verloren. Okay. Warum auch immer. Hatte ich die Krabbe angegriffen oder was war da los? Ich weiß es nicht. So, und wir sind kurz vorm Level-Up. Mega geil. Ja, da haben wir so ein paar Nebenquests da mal erledigt. Der ballert da irgendwo hin. Unser Kollege da.
irgendwie nach oben. Das ist... Oh, das könnt ihr jetzt gleich Autsch machen. So, ich heile mich mal. Da schießen wahrscheinlich von überall jetzt Leute auf uns drauf und so. Ja, so ist es. So, hier Special. Sehr geil. Oh, jetzt hängen sie uns alle am Arsch. So, hier nochmal den. Da kann der wieder rumballern, wo er auch immer will. So, wir müssen hier den Panzer irgendwie knacken. Ah, da ist der Magier runtergekommen. Glaube ich, ist der jetzt runtergefallen oder wo kam der jetzt her? Was soll das mit dem? So, aufpassen. Lebensreck, weil jetzt werden wir, glaube ich, von den Flammen da auch gleich wieder beschossen. Was hält denn das Ding da aus? Ja gut, also hier war, ist jetzt nichts Neues, ne? Das können wir schon mal so festhalten. Uiuiuiui. Bisschen Damage, bisschen viel Damage. Hallo, nee. So, den da. Kommen da irgendwelche Flammen irgendwo noch angebrettert? So, was geht mit den ganzen Viechern da ab? Was geht mit euch ab hier? Hör mal auf. So, dreimal Salbe ist gut. Ja, gut. Hier ist nichts Neues. Leider kein Level-Up. Kurz vorm Level-Up. Komm, da holen wir uns den Gegner hier noch mit. Dann holen wir uns noch mit. So, wir sind hier gleich eher in der Teleport-Station. Jetzt machen wir den weg hier. Sprengen den weg. Sprengen ihn weg? Sprengen ihn weg. Hallo. Ich möchte mein Lebensreck haben. Krass, was die Viecher aushalten, ne? Echt Wahnsinn. So sieht's nämlich aus. So, und jetzt den hier. Und den. Nachsetzen, traumhaft, draufkloppen und das war's, oder? Komm, stirb. Immer noch kein Level Up, gibt's doch nicht. Level Up, hallo. Level Up. Komm, komm. Er hat echt nicht gereicht, oder? Nö. Okay, dann habe ich Pech gehabt. So, dann benutzen wir das hier wieder. Rotto-Symbol, zur Zuflucht, genau. Jo, nice. Mein Mikrofon macht die ganze Zeit Stress. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich manchmal so schreie und manchmal weniger schreie und so. Irgendwie ist das ganz komisch, mein Mikrofon gerade. Läuft gerade ein bisschen Amok. Mikrofon, hör auf, Amok zu laufen. So, gib mal den Kram mal ab. Reagiert er hier vielleicht jetzt da drauf? Können wir da noch was machen? Wir haben ja auch diese Urkunde da gefunden. Also das Testament gefunden. Aber da hat ja Roxanne nicht drauf reagiert, beziehungsweise wir konnten sie nicht drauf ansprechen. Vielleicht geht das jetzt erst, dass sie sagt, sie bietet ihm jetzt das als Gegenleistung an, dass er das Anwesen des Hauses Gras da gewinnen kann oder wie, also dass er es für sich behalten kann. Ja, ihr verraten, was Lykos gesagt hat. Hallo? He has a wife and children. He said he would never get married. This changes everything. He's been very aggressive. Are you sure you want to go? I can go for you. You don't understand. He has children. Is that important? I must see him in person. I may not understand, but I feel I should be there with you. It's too dangerous. I didn't say you couldn't come. I don't trust him either. Then why... Anyway, child, please scout ahead. I'll be there shortly. Sure, no problem. I must get ready. If only I had father's letter. Letter? Na, da haben wir's ja. Sie an die Gefahren erinnern und das Testament überreichen. Ich muss euch noch einmal daran erinnern, Lykos ist ein Werwolf. Was auch irgendwie am Namen liegt, ne? Aber ich muss es selbst tun. Für die Zukunft von Haus Gras. Habt ihr vor, Bion um Hilfe zu bitten? Nein, ich habe von euch schon zu viel verlangt. Ich will nicht noch jemanden in diese Sache hineinziehen. Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Ihr müsst nur den vereinbarten Treffpunkt für mich auskundschaften. Jo, können wir machen. Are you looking for this? The will? It's been opened. How could you? Sorry, I didn't mean to look at it. I don't have time for this now. Give me the letter. Yes, that will do. By the winds, I've never seen Roxanne so agitated. Even I'm nervous. Ja, das könnte jetzt helfen. We are meeting at the Fountain Square behind the Guardian Temple in Argus Bazaar. Thank you.
Wächtertempel am Argus Bazar. Boah, Brunnenplatz, was weiß ich, Alter. Keine Ahnung, wo das war. Gehen wir mal gucken, ob das jetzt irgendwo hier angezeigt wird. Teleport, Argus Bazar, Wächtertempel. Okay, und dort war ein Brunnenplatz. Ah, wobei doch. Keine Ahnung, ich muss es jetzt sehen. Alter. Alter Schwede. Warten. Sobald sich Hilda in hüfthohem Wasser aufhält, kann sie nur noch langsam latschen. Ah doch, das war das, was ich gedacht hätte. Ja doch, okay. Und wo war der Brunnenplatz? Dort, wo dieser Lüke, wo dieser nicht Werwolf, sondern... Ja, genau. Das Vieh da am Boden lag. Das hätte ich jetzt sogar vermutet, aber... Why didn't he turn into Stardust? Ja, hier geht's immer noch nicht weiter. Die meinen was anderes. Der Brunnenplatz dahinter. Wahrscheinlich hier hinten, ne? Das könnte sein. Ja, stimmt. Das war auch so ein Übergangsgebiet. Das könnte sein. Ach, könnte überall sein. Wir werden's sehen. Hier irgendwo vielleicht. Ist das hier ein Brunnenplatz? Sieht nicht so aus, ne? Oh Gott. Nee, das war falsch. Ah, hier haben wir unser Level-Up schon ganz vergessen. Sehr schön. Hat sogar gereicht, das bisschen Level-Punkte von denen. Wunderbar. Oder XP-Punkte von denen. Traumhaft. Der Brunnenplatz hinter dem Argus Bazar oder was war... hinter dem Wächtertempel. Ah, hier unten war so ein Brunnen. Das könnte auch sein, dass sie das meinen. Oder? War hier unten nicht so ein Brunnen? Was hier abgeht. Sieht nicht nach einem Brunnen eigentlich aus, ne? Ja, okay, jetzt kommen sie von überall her. Machen wir ein paar Fallen hier hin. Jo, hau alles um, bitte. Da sind alle tot. Oh, was? Ja, haben wir damals gelesen. Das hier hätte ich jetzt auch noch als Brunnenplatz durchgehen lassen, wo wir jetzt ankommen. Ah genau, da haben wir das, den Abspeicherort gehabt. Wow, ich habe echt gar keine gute Orientierung mehr. Oder was die mit Brunnenplatz und so meinen, hinter dem Wächtertempel. Brunnenplatz. Also ich kann es noch tausendmal wiederholen, ich komme nicht drauf. Gehen wir einfach mal in die andere Richtung weiter. Wächtertempel hinten dran. Da, hier oder was? War ich ja eben. Wenn nicht, gehen wir die andere Richtung weiter. Ganz kurzer Moment. Wo kommen wir hier raus? Wo war das nochmal? Na, das ist ja Quatsch. Wobei, doch. Brunnenplatz könnte auch das da oben gemeint sein, was dann... Aber das führt doch wo ganz anders hin. Da oben war so ein Brunnenplatz. Das ist ja äußere Straßen. Das da. Das hätte ich als Brunnen noch wahrgenommen in dem Sinne. Ich laufe mal hin. Mal gucken, ob was passiert. Sieht nicht nach was passiert aus, oder? Ja, sind wir am Amphitheater. Alter, alter, alter. Ich gehe noch hier hin. Ist das ein Brunnenplatz? Brunnen. Aber das ist Amphitheater, Leute. Ja, es passiert auch nichts. Ja, dann ist es wahrscheinlich die andere Richtung. Ich port mich kurz dorthin. Ja, krass. Steht da irgendwas von Brunnen? Blumen, Opfergaben, Wächtertempel, Gebete? Nö. Okay. Ich bin ein bisschen zu weit schon gelatscht. Irgendwo hier wird es sein. Werden wir schon finden. Krass. Und ich bin echt gespannt, ob wir jetzt wie könnte es jetzt ausgehen? Roxanne könnte getötet werden, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sie ist ein wichtiger NPC wegen dem Lagerkram und so. Eher, dass wir Lykos töten müssen oder nicht. Ich denke, darauf wird es eher hinauslaufen. Gehe ich mal von aus. Werden wir aber sehen. Vielleicht täusche ich mich auch. Lalala. So, andere Richtung. Why didn't he turn into Stardust? So, Brunnenplatz hinter... Jetzt gab es hier nur noch das hier. Den Weg und da diese Shortcut-Situationen. Brunnenplatz. Ist das da vorne ein Brunnenplatz?
Brunnenplatz. Das ist ein Brunnen. Also könnte ein Brunnen sein. Ah, da passiert auch was. Da steht jemand, oder? Und da stehen viele. I asked for Roxanne to come, but she didn't have the guts, which I already knew. You? Whatever. You're gonna die in her place for being stupid enough to serve her. You deserve it. Okay, dann gucken wir doch mal, wer hier stirbt und wer nicht. So, wir tippen euch ab. Oh, die kann ich noch nicht attackieren. Kommt gleich wahrscheinlich dann als zweite Option sozusagen, könnte ich mir vorstellen. Wenn jetzt Roxanne sich einmischt wahrscheinlich. Entweder müssen wir die dann bekämpfen oder halt eben nicht mehr, weil die friedliche Lösung dann durch das Testament ausgelöst wird. Hm, oder auch nicht. Okay, alles klar, dann machen wir den noch platt. Voll geil, voll geil. Oh, ich habe meine Attributspunkte noch nicht vergeben. Jo, machen wir noch. Kommen die Flammen wieder angeflogen von sonst woher? Nee, passt schon. So. So, was geht mit dir ab? Stirb! Schon meinen Begleiter lieber noch nicht raus. Nicht, dass die, dass der Lykos einfach so angreift. I thought you didn't have the guts. No one has heard from you since you left home. And now you seek me out? What did you think? That I'd be moved to tears? I am not here for you. I am here for the future of House Grass. Future? There is no future. You have children. You are the legitimate heir of our family, and therefore so are your offspring. But what do you mean? Roxanne, now may not be the time. I think you have more important things to discuss with Lycus. No, I do not. The only thing I care about is Lycus's children. That is what I am here for. You've come to kill me and my children to consolidate your power? No, I have come to hand it over. You did not transform your children into beasts. You must have wanted them to live a better life, to be better educated. Did you not? I know you misunderstand me, hate me even. I am not asking you to forgive me, but your children. They are the future of House Grass. They should join the adherents. You despicable woman! Hey, hey, hey. What she means is that the adherents can provide you and your family with supplies and security. I've never seen anyone more dedicated to her family than Roxanne. Please, Lycus. Calm down. If the old man hadn't chosen you as steward, you'd be in no position to stand here and lecture me today. Must make you so happy to take everything from me and talk down to me. You are wrong. Look at this will. If you had not run away, the position would have been yours. Father and I were hard on you because we are family. Do you really not understand? Liar! You thought I was worthless. You always belittled me. You always... Self-worth is the very essence of what it means to be an Aristoi. We shoulder our responsibilities and act as role models. If you were so unwilling to accept this, you should have proven your worth instead of running away. No, self-worth like that! He's out of control! Damn! Oh nee. Lykos, was machst du? So, ich hole jetzt extra den Begleiter nicht raus, ne? Dass plötzlich der Begleiter, wie gesagt, ihn weiter angreift. Vielleicht kann ich ihn gleich besänftigen oder sowas. Ich muss ihn anscheinend töten. Oh nee. Lykos, was machst du? Why didn't you kill me? You held back. If you really tried to kill Roxanne, I would have... Damn it! If you're finished with your temper tantrum, it's still not too late. Bring your things. I'll get you and your children settled. Lycus, I don't care what you have become or what you have been through. As long as you are willing to hold your head high like a true Aristoi and try again, you
are still a member of House Grass. No! It's too late! Child, I am sorry that you had to witness this farce. Lady Roxanne, my father, he put my brother and I through the same rigorous training. I didn't understand him at first, but now I see. The anger became a desire to win his approval. I didn't care about the Northwind Legion's medals or trophies. All I want is for my father to be proud of me. Maybe Lycus felt the same way. He just wanted the approval of his father and sister. Maybe we all need to reflect on our actions. You go first. I'll stay for a while to get his children settled. Okay. They're probably nearby. While you were scouting for me, I made some inquiries of my own. Leave it to me. This is my responsibility. They're probably nearby. Sie sind wahrscheinlich in der Nähe. Woher wisst ihr das? Tja. Sind die Kinder jetzt in der Nähe? Muss ich die finden oder was will die von mir? Sie hat ja immer noch einen Lebensbalken. Soll ich das jetzt noch machen oder nicht? Oder mal gucken, was da in der, im Tagebuch drin steht. Argus-Promenade, Nebenquest. Obwohl ich nicht weiß, warum Roxanne sich so sehr um Lykos Kind sorgt, kann ich sie nicht alleine zum Argus-Bazar gehen lassen. Bei den Winden, er ist überhaupt nicht wie Roxanne, aber ich kann gut nachvollziehen, warum er so wütend auf sie ist. Es hat sich herausgestellt, dass Roxanne und ihr Vater immer an Lykos geglaubt haben. Solange er bereit ist, zurückzukommen, wird er sich mit ihr versöhnen können, nicht wahr? Schön, geiles Bild eigentlich. Okay. Ja, vielleicht finde ich den jetzt da hinten, keine Ahnung. Ist der jetzt hier hochgebrettert oder nicht? Das kann man nicht zerstören, ne? Ist das hier noch in der Nähe? Eher nicht, ne? Huiuiui, die Quest hier ist ja mal geil. Ja, oder ich muss einfach zurückreisen. War da gerade was? Ja. Ja, vielleicht hätte ich mich müssen unten an dem Ort auch weiter umsehen. Es kann gut sein, dass es hier oben jetzt gar nichts ist. Bist du Lykos? Nee. Kultist. Okay, sorry. Ich habe gedacht, du bist Lykos oder sowas. Also der andere da. So. Aber was mache ich denn da schon wieder? Ah, die Quests hier sind jetzt ein bisschen, in Anführungszeichen, anspruchsvoller als vorher. So, gehen wir mal weiter. Mal gucken, ob ich hier noch was finde. Ich glaube es ja ehrlich gesagt irgendwie nicht gerade so. Wo ist denn das wieder hingeführt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wurfdolche, je, da haben wir auch schon so ein paar. Ja, das hier ist auch nicht mehr in der Nähe, ne? Das ist jetzt ewig weit weg. Und wir müssen immer noch, was war da vorne gerade los? Habt ihr den Sternenstaub da vergehen sehen? Keine Ahnung, was da los war. Ja, und jetzt bin ich wieder im Kornkammer-Außenposten. Nee, gut, das ist alles Käse, das da. So, ich gehe mal wieder das Stück zurück. Mal gucken, ob die immer noch da ist oder sowas. Oh, Alter, was geht denn hier ab, ey? La, 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 la. Wir gehen wieder zurück und schauen, ob Roxanne immer noch rumchillt oder ob ich die falsche Richtung eingeschlagen bin und sie einfach nur tot ist. Wir werden es sehen. Traumhaft. Ich dachte gerade, das wären so kleine Werwolf-Babys oder so, dachte ich kurz. Aber das sind ja normale Babys. Sollten sie sein. Hallo, hallo, hallo. Ich gehe einfach mal hier hin. So, passt schon.
Ah, jetzt ist sie auch weg. Okay. Dann ist sie doch zurückgereist. Weiß ich jetzt nicht genau, was das soll. Ja, bleib doch mal locker. Ups, sorry. Ja, vielleicht muss ich doch zurückreisen. Vielleicht war das einfach ein Übersetzungsfehler oder sowas. Keine Ahnung. Oder sie hat die Kinder noch gefunden oder sowas. Sie hat ja gesagt, sie hätte das ausgespäht und wüsste, wo sie sind, so auf die Tour. So klang das ja. So, komm, hier den. Stirb. So, sehr geil. Und da würde ich sagen, porten wir uns nochmal. Ruhig mit dem Item, ist ja egal. Hier, den da. Tschüss, ich muss los. Irgendwas fliegt da oben rum. Ich bin da mal weg. Alter, ist das chaotisch. Wow, 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 wow. Ist das chaotisch? So, ich hoffe, die ist am Leben. Ich hoffe, die ist gut gelaunt. Und ich hoffe, die hat ein paar Kinder gefunden. Und ich hoffe, der Werwolf-Typ hat sich nochmal beruhigt oder sowas. Ein Schild vielleicht hier rum und zerlegt mir hier die Bude oder sowas. Guten Tag. Lady Roxanne, how are Lycus' children? They are well, but I need to start training them from scratch. Fortunately, they are still children, even after 1,000 years. I must make sure I do it properly this time. I trust you will. Oh, I do have one more thing to tell you. I found a spatial positioner in the children's home. It was one of the devices produced by Laurel Craft. Lycus stole it. The other samples were confiscated by Lord Marble long ago. I never imagined I would find myself feeling grateful for Lycus's actions. What does it do? From now on, whenever you make contact with any conduit, you can use Memento to transmit your thoughts. I can then use this device to send the supplies in your storage directly to you. Great! I won't need to worry about running out of supplies anymore. Lastly, I would like to thank you again. You deserve this. Ach krass, so schaltet man das Lager frei. Stellarsphärenlager. Roxanne hat die Stellarsphären erfolgreich modifiziert. Ihr könnt jetzt mit Hilfe von Stellarsphären beliebige Gegenstände aus dem Lagerhaus entnehmen. Und Familienprobleme sind abgeschlossen. Ja. What can I do for you? Oder sind vielleicht abgeschlossen. Jetzt ist die Frage, ob ihr das so cool findet, dass man einfach mal seine Kinder hier entwendet hat. Hat er das gesagt, dass er das will oder sowas? Eigentlich nicht, ne? Wir können mal versuchen, ihn aufzusuchen an seiner Stelle. Wobei, wir können noch hinten zum Händler gehen. Das machen wir noch gerade. Zum Händler. Dann gehen wir noch nochmal an seine Stelle, wo er war. In der Kanalisation vielleicht. Naja, da ist auch nichts Neues passiert. Hätte ja sein können, kaufen. Hast du was Neues? Nö. Alles klar. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Kanalisation. Hier, jetzt haben wir hier Lager. Wunderschön. Traumhaft. Können wir auch die Schmuckstücke oder sowas ablegen. Inventar. Lagerseite. Also, falls ich Schmuckstücke doppelt finde oder was soll das? Keine Ahnung. Muss ja so sein, oder? Verstehe ich das richtig? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich brauch's eh nicht. So, dann hier, den da. Wo waren wir gewesen? Hier, genau. Da bin ich hin. Ich zeig nochmal genau den Weg, wo ich da zu dem Typen hin bin. Aber, ja, ist ja eigentlich klar. Ja, krass. Die hat dann doch ein bisschen mehr Dreck am Stecken, als man so erstmal denkt. So von wegen, ja, sie hat da den Mega-Anstand und den ganzen Kram, ne? Den sie uns da immer weiß machen will. Gehen wir noch ganz kurz ins Leveln rein. Machen wir das noch. So, zwei Attributspunkte. Machen wir wieder so, würde ich sagen. Oder? Jo, machen wir es so. Das klingt gut. Gerade wegen der ASPR, also der Rate, wie wir Magie wiederherstellen, ist natürlich nice.
So, da bin ich hier entlang gebrettert, bin dann hier rein. Hier kamen diese komischen kleinen Viecher. Achso, die sind noch alle down. Ja, wunderschön. Ist ja umso besser. Stimmt, ich habe mich nicht wieder ausgeruht. Das ist schon geil. Jetzt können wir hier ganz gemütlich durchlatschen. Da könnte ich ja mal die ganze Map da klein machen. Wäre auch mal geil. Jo, und jetzt bin ich mal gespannt, ob Lykos wieder an seinem alten Ort ist oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ist jetzt einfach nur mal so eine Gimmick-Theorie, bevor ich es vergesse halt. Oh. Geht mit dir ab. Bist du Lykos? Hat sich gerade... Hä? Ich hoffe mal nicht, oder? Alter Liebesbrief. Jo, nö. Alles klar, er ist nicht da. Es kam aber jetzt ein Werwolf. Vielleicht war er das. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau, wo der jetzt plötzlich herkam. Weil eigentlich sollte hier nichts mehr stehen oder relativ wenig. Wir haben hier ja alles platt gehauen, so mehr oder minder. Kann sein, dass ich den eben stehen gelassen habe im Vorbeirennen. War natürlich jetzt ein krasser Zufall in dem Sinne. Keine Ahnung. Jo, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Vielleicht reagiert Roxanne da irgendwie noch drauf, dass ich jetzt ihren Bruder vermeintlich getötet habe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das nochmal thematisiert wird. Aber sie hat es jetzt auch nicht thematisiert. Vielleicht war es einfach nur ein ganz normaler Werwolf. Jo, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle weiter. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.